So, weiter geht's auf Inferno, der letzten und entscheidenden Map zwischen Anaxes und Navi. Hier gab es eigentlich gerade schon den Restart. Jo, da kommt er auch nochmal. Also jetzt geht's auch richtig los. Anaxes darf als kam jetzt gelesen. Anaxes darf hier wieder als CT starten. Ah, was heißt wieder vorhin mussten sie als T starten. Also. Gut, auf geht's in die letzte Map Inferno. Recht gechillt hier jetzt eigentlich. Und angenehm die Map zu sehen. Und wir haben ein kleines Doppel am B. Aber Navi baut über falsch auf. Edward hat ein USP bekommen. Wer auch sonst? Barry setzt den First Strike gegen Senja am Döner. Oder im Haus, glaube ich sogar. Ganz kurz checken. Jo, im Haus. So, Navi orientiert sich B. Jetzt geht's, kommt's auf das Doppel an. Haben sie mittlerweile umgeändert? Also Navi könnte fast wissen, dass das jetzt zwei sind. Spätestens jetzt, dass der Seite weg ist. Aber den Go ziehen sie durch. Nein, es gibt gute Schellen. Sehr gut. Navi war auch sehr lange blind, nur noch Starbucks am Leben. Ralz zieht rein und macht's. Schöne 3K von Ralz. Super krasse Pistole von Navi. Ja, von Navi nicht, von Anexis natürlich. Die hier keinen einzigen Spieler verloren haben. Navi 0 Frags. Wow. Also, Navi, dass sie dort B am Ende doch drauf sind, nachdem sie eigentlich wissen müssen, dass er zwei sind. Ich habe leider nicht genau darauf geachtet, wie viel Zeit noch war. So, jetzt sind Navi hier mit den Spritzpistolen. Da sollte Anexis eigentlich nicht viel Probleme haben. Barry schön hinter Laterne. Da kann man wirklich super schwer gehittet werden, selbst mit AK. Gibt so einen schönen Trick, komplett hinter der Laterne und dann hinter der Kiste. Kannst du Action spotten, ohne gehittet zu werden. Sieht man leider recht selten, weil es auch ja, einfach sehr statisch ist auch und selten zum Einsatz kommen könnte. Und Navi riskiert was und Nugi kriegt direkt Zeus. Und Navi spielt einen Navigo. Ne, kein richtiger Navi. Schönes Doppel-Starix. Oh, jetzt hat die Ansage bekommen, dass noch einer links ist. Boah! Schöne Shots von Starix. Sehr gut. Aber Anaxes, ja, wobei jetzt Darix ist noch im Haus, sehr weit hinten zwar, aber an der Runde darf eigentlich nichts mehr anbrennen. So eine Unterzahl auf Inferno schon sehr, sehr, sehr schwer. Vor allem, wenn die Ts noch einigermaßen HP haben. Mein Starix ist der einzig Low-Spieler, aber der spielt es auch super. Kriegen zwar noch Frag, aber noch 10 Sekunden auf der Zeit. Kleiner Lag. Zahnoi kriegt immerhin nochmal die AWP mit. Aber diesmal zahlt sich aus, der Kauf von Navi. Und das trotz gefangenem First Track. Anaxes kauft tatsächlich nochmal. In dem Fall ich mit ein. Boah, sehr schönes Preamp von Rals. Und Zahne hat die AWP an Nugi abgegeben.
Bekommt jetzt schon zu tun, hat noch eine Gegenfläche. Warum flecht er nicht? Boah, sie sind schon so weit oben. Wow, Mann, oh Mann, oh Mann. Was sehr eigenartig gespielt von Zanoi. Aber Navi hat da relativ viel Zeit verbraten. Wow, Ralz sehr, sehr spät da. Auf ihn müssen sie jetzt warten. So eine Hey zum Spot wäre jetzt Gold wert. Boah, sauber. Und Nuki, wir switchen. Boah, perfektes Timing. Und Senja im 1 gegen 1. Holt viel Zeit raus. Boah, und er gewinnt. Sehr, sehr krass von Senja. Unglaublich gut von Navi. Aber Rals hat er extrem lange gebraucht. Und Nuki macht es eigentlich richtig, da auf Waffe zu wechseln, aber Teamplay von Navi einfach super. Da der Zugriff, der Gegenzugriff, muss man ja sagen, in den Hof. Dementsprechend die Ideen mit Eco. Oh. Das war schön geaimt. Und Starix schien noch keinen Helm zu haben. So ist halt die Waffe sehr gut. Edward mit der Bombe und sieht auf jeden Fall aus, dass sie wirklich auf A gehen und das kann auch wehtun. So, noch eine HE weg. Aber Navi sollte da schlau genug sein, um vorzukontakten und vielleicht noch eine HE und Spot zu werfen. Einen noch. Schade. Also sehr kontrolliert dann doch für Navi. Gut, da keine weitere Waffe zu verlieren. So, damit ist 13-0 und Anexis mit der Kaufrunde. Zanoi darf wieder eine AWP abgeben an Nugi. Nein, diesmal zählt er nicht direkt auf First Track. Wie sieht das am B aus? Navi baut E sehr defensiv auf. Ja. Ralzen an der Kami-Posi. Kleine Insider. So, Navi sehr Standard unterwegs. Boosten. Lommel gleich mit dem Reload und muss der Hess auf. Er soll sich mal umdrehen. Natürlich krass, wenn das geplant ist. Aber da war gerade nicht Döner gedeckt. Und er stand da mit dem Rücken zu, also ein bisschen komisch. So, kleiner Fake und der geht wunderbar auf, nur Rals. Boah, kriegt aber direkt in die Fresse und da so mit Spot frei, Smokes kommen. Edward hat auch mit das Safe, also die Runde können sie direkt wieder safen, außer Zanoi. Schafft sie noch schnell zwei Fracks zu ziehen, aber das dauert zu lang. Die Spieler sind schon drauf. Da können sie direkt sparen. Was sie auch tun, sehr, sehr, sehr gut gespielt von Navi. Und ich habe gelesen, dass angeblich wieder Zeus ansagt. Oh, irgendwie merkt man das. Also diese Ghost hat man früher auch oft gesehen, glaube ich. Und da wird gerade gut aufgeräumt mit den Dänen. Gut, der Boden aufgewischt. So, 4-2 somit. Anexis wird wohl übel nochmal sparen müssen. Da bin ich gespannt, was sie umstellen. Und der dänische Spielstil ist eigentlich immer ein bisschen komisch auf Inferno. Sehr passiv meistens.
Ich glaube, so kannst du nicht gegen Navi gewinnen auf der Map. Starix. Kann er hier die Eco naschen? Ah, zwei bekommen. Ich würde fast sogar sagen, dass sie die AWP vielleicht lassen sollten. Bei Nugi. Mein Ace war vorhin auf Tuscan auch richtig gut mit M4. Aber nein, sie wollen weiterhin mit AWP das Spiel aufsetzen. Hat auch einen guten Spawn zum B. Aber sie hat auch ein bisschen Varianz drinne. Okay, er wird komplett allein. Nee. So, Navi läuft da nicht rein. Anugi wird jetzt allein gelassen. Da gibt es einen Roman Airboost. Krass, also Haus wäre jetzt super offen lange Zeit. Aber ich glaube, Zeus und Starix drängen jetzt nochmal B zurück. Lol. Wie krass das aussieht. Hey, Zeus wird, glaube ich, vielleicht für Mitte geben. Jo, da gibt es gleich so ein Doppel. Ein Doppel-Grenz. Schauen wir uns mal an, wo die hinfliegen. Einmal zum Neo, zum Noah. Und da gibt es direkt den Go hinterher. Also sehr plötzlicher Go. Schöne Flashes. Aber gute Gegenflashes. Lommel kann den ersten setzen. Markloff hinterher. Der Hausspieler immer noch anscheinend blind. Oh, ein Hess steht zwar, aber schade, dass Ralz am Spot fällt. Annex ist mit der Unterzahl und die ist wirklich sehr schwer zu holen sein. Boah, hat sogar das Doppel im kleinen Sand. So, Markloff macht den Bogen. Den Nugi, somit auch die AWP im Arsch. 6:2 und Navi. Hui, also jetzt haben sie einen guten Gang höher geschalten. Gar nicht mehr zu vergleichen mit der Overtime-Leistung, mit der Terrorleistung in der Overtime, muss man sagen. Sehr gutes Spiel bisher von ihnen hier. Wirklich hervorragend. Allerdings gefällt mir nicht, was da Anexis spielt, was sie da fabrizieren. Wie gesagt, die AWP können sie lassen. Das bringt gar nichts. Navi spielt sowieso kaum was in der Banane. Wenn, dann gehen sie late Banane. Hui, da wurde nochmal gekauft. Aber auch der Push ist nicht erfolgreich. Ja, wobei. Haben jetzt doch die Überzahl rausgeholt. Das sah ein bisschen komisch aus. Als auch diesem Komplett-Dev. Na, wie wird sie jetzt gleich wieder zusammenziehen und gemeinsam irgendwo raufgehen? Ich meine, wenn sie jetzt B gehen und Rals direkt ausschalten können, dann haben sie die Runde relativ sicher. Boah. Jetzt vielleicht ein gutes Timing für. Boah, sehr gut. Da gab es, glaube ich, noch sogar noch eine Flash drüber. Aber ob sie den Zahn nehmen. Boah. Keine Helden gehabt, kriegt direkt durch die Wand und Edward teilt Schellen aus dem Lehrbuch, aus dem Tambuch quasi. Und es ist nur noch Rahl. Gegen 3. Und sie hören auch schon die Steps. Also da wird er keine Chance haben, die Waffe irgendwie noch durchzukriegen. Starix macht 7-2 und sehr eindeutige Map doch bisher. Den Kauf verstehe ich jetzt nicht, warum man da unbedingt was erzwingen will mit den Famas. Ah, sehr, sehr enttäuschendes City-Spiel bisher von der Nexus. Ich hoffe wirklich, dass sie die AWP weglassen und irgendwas anders machen. Vielleicht die Rippen einfach mal mehr auf Retake spielen. Einfach mal die Mitte mehr besser blocken. Banane ist ja eigentlich, also weiß nicht, die haben da die Kontrolle, aber Navi kommt da eh nicht. Also bräuchte man einfach einen Spieler, der dort die Kontrolle behält und nicht stirbt. Damit Mates dann schieben können und
man den Go aufhält am Ende, aber am Anfang bräuchte man eigentlich schon vier Mann am A. Und dort muss man sich jetzt was überlegen. Sonst wird es hier wirklich eine ganz, ganz bittere erste Halbzeit. So, Halbzeit hat Nami schon mal gewonnen. Ich bin echt noch die Awe. Boah, Starix auch und Nugi stirbt wieder. 5-9 Sets bei ihm, einfach bezeichnend. Ich verstehe das Spiel gerade nicht. Ob sie sich jetzt schon aufgegeben haben oder keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht wollen sie auch Taktiken safen oder so fürs Halbfinale, ich weiß es nicht. Ist ja alles möglich. So, jetzt. Ja, also immerhin blocken sie die Mitte. Also, sie haben schon was gelernt, aber. Am Ende geht es jetzt doch zum B. Aber Zanoe und Ralz sind da. Also, sie können es sogar machen. Zanoe sollte da auf Gegenflash stehen. Ja, schiebt auch zum Seitengang auch eine Möglichkeit. Oh, muss jetzt aber hinter sich aufpassen. Springt in den Hof, muss die Infoarbe durchgeben. Ralz muss jetzt Gang aufpassen. Sehr schön. Och, Ralz jetzt. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Versagt. Zeus auch direkt da. Oh Mann, oh Mann. So schlecht gehandelt. Also, was ist schlecht gehandelt, aber. Ich weiß nicht. Also. Er sollte da, glaube ich, eher sein Mate am Spot supporten mit Flashes. Ich glaube, man muss es eigentlich komplett andersrum spielen halt. Der Spot-Spieler darf nicht gegenflashen, sondern muss zielen. Der andere Spieler muss gegenflashen. Wobei es natürlich auch sein kann, dass er keine Flash mehr hat. Dann muss man das aber irgendwie anders handeln. Dann muss der Spot-Spieler auch irgendwie so stehen, dass sie... Ach, keine Ahnung. Das muss man sich halt seit dem Vorfeld überlegen. Und ja... Navi hat es halt komplett ausgenutzt, sind dort über Seitengang, haben den Split aufgezogen, sind nicht komplett über Treppe gegangen. Das wäre dann auch wahrscheinlich fatal, wäre fatal geendet. Somit aber die 9. Runde, 9-2. Bis auf die doch sehr, sehr beeindruckende Pistol von Anexis. Ist hier noch nicht viel bei rumgekommen. Die 2. Runde war nur Formsache. Und seitdem sind sie ja wirklich am Verlieren. So, endlich mal was Offensives im Gang. Und Nuki hat eine M4. Glückwunsch. Starix auch nur noch 3 HP. Also, es geht doch. So, wieder gibt es die Orientierung Richtung B. Mal schauen, ob es Ralz und Zahne diesmal besser handeln. Meine Güte, ey. Edward einfach schon so weit oben gewesen. Damit hat Zanoe nicht gerechnet. Aber das können sie doch nicht machen. Den Retake müssen sie durchkriegen. Aber Starix auch so gut, dass er dort Banane bleibt und nicht irgendwie einfach Spot rennt und dort vielleicht Banks kassiert oder eine HE oder sonst was. Banane ist safe überlebt. Da kommt leider keiner nächste Spieler. Makelov steht doch eher perfekt auf Gegenflash. Holt damit super viel Zeit raus. Ah, Anexis spart eh. Also, es tut mich auch ein bisschen in der Seele weh. Dass Anexis hier keine Schnitte gerade sieht. Chewbacca schreibt doch schon GG. Also sieht wirklich danach aus. Jetzt hier noch zwei, also zwei müssen sie mindestens noch holen.
nicht sogar alle drei, um hier noch irgendwie im Spiel zu bleiben. Ich meine, sie sind ein gutes T-Team. Barry ist ja ein guter Ansager. Wieder was Offensives. Ach, aber Navi einfach so gut am Aufpassen. Schenken ihnen einfach keine Frags. Lommer auch nur noch 7 HP. So, wussten sie anscheinend auch. Nur noch Zanoi über Bogen. Gegen 4. Keine Chance, sage ich da nur. So, 11-2. Alexis kauft ja auch durch. Nuki versucht es nochmal mit AWP. Also wenn sie da morgen im Halbfinale bestehen wollen und Inferno spielen, dann sollten sie noch eine gute Schippe drauflegen. Sollten unbedingt nochmal Demos gucken heute Abend oder so. Endlich mal First Strike für Nuki. Also vielleicht ist jetzt der Knoten ein bisschen geplatzt. Denn vor so einer Situation stand Navi bisher auch noch nicht. So, auch ein. Wird ein bisschen gelockt da von Lomme im Bogen. Barry vielleicht einen leichteren Frag kriegt in der Ecke. So, sie nehmen gerade Haus laut ein. Und könnten fast. So, jetzt nur Rats am B. Und sie schieben wieder rüber. Also perfekt eigentlich gerade. Anexis hat gerade umgebaut. Spielen 4-1. Und Navi geht zum Spot. Edward, glaube ich, am Faken bisschen. Jo. Und jetzt haben sie es gehört. Jetzt müssen sie es wissen. Nuki gerade am Schieben. Und die anderen beiden nehmen auch ihre Füße in die Hand. Und jetzt eine Flash. Wo ist die Flash? Wo ist die Flash? In den Hof? Da kommt sie einfach nicht. Sie wissen, dass der Go kommt. Da kommt keine Flash. Rals gibt seinen Headshot durch. Krüger, Barry finisht ihn. Boah, wie lucky das war, dass er dem noch einen Headshot gegeben hat. Boah, eigentlich so unverdient, Mann. So scheiße unverdient. Aber lucky, lucky, lucky von Rals. Hat er gut verschossen und dann lackt er noch einen Headshot. So, es wird gefinisht durch die Smoke. Und der Rest setzt einfach die Frags. Aber für meinen Geschmack auch nicht gut gehandelt. Ah, oh, wie gesagt, kaum macht Nuki mal First Track. Können sie die Runde holen? So, steht er wieder in der Posi. Wo er vorhin, glaube ich, keinen Track gemacht hat. Aber gibt es nochmal diese. Dieses Lockmanöver dort am Bogen. Starix zielt nur, will er nicht das Duell eingehen. So, Zahler zielt. So, da gibt es die Flash für großen Sand. Rals, schön rübergezogen, allerdings aus 7 HP. Edward macht ihn dort. Oh, wieder perfekter Fake. Also Navis CDRT-Spiel gefällt mir so gut. So will ich das sehen auf Inferno. So gute Fakes. Boah, aber die Bombe ist hoch. So, sehr gut. Das war so ein wichtiger Frag, damit Nuki nach hinten gucken muss und die Bombe jetzt auf Spot kann. Und wo kommt Barry? Gut von Nuki. Aber Barry, wo ist er? Ist schon hoch. Hört die Steps. Posi ist leider bekannt. Schön reingedrückt. Jetzt das Ansager-Duell. Barry gegen Zeus. Boah, und Barry macht's. 5 Sekunden. Boah, das wird super knapp. Boah, wie knapp das war. Alter, 11 Runden, also doch noch für Anexis. Aber dennoch, wir halten fest. Unglaublich schlechte CT-Leistung einfach.
die 4 Runden fast sogar noch unverdient. Also 3 maximal gehe ich damit. Dass LO3 geschrieben wird, aber noch die Spieler noch nicht gewechselt sind. Ganz großes Kino. Morgen ist ja noch dieses CSGO-Event auf der PGS. Oh Mann. Weil lohnt sich das ja nicht mal anzugucken. Ich glaube auch nicht, dass es dazu einen guten Stream gibt. Das ist irgendwie, verstehe ich es nicht, warum die immer so lange brauchen. Einmal kurz aufstehen, Taktik besprechen, ransetzen, fertig. Das sind aber 2 Minuten oder so. Müssen jetzt hier nicht noch jede Runde bis ins kleinste Detail ausarbeiten, dafür ist es eh schon zu spät. Oder die haben halt extrem schwache Blasen. Das kann natürlich auch sein. Ach so, wieso sich das nicht lohnt? Weiß nicht, guck mal die Teams an. Also Kick ist ja noch irgendwie okay. Die kann man ja noch vielleicht angucken. Aber die restlichen Teams, die sagen wirklich gar nichts. Selbst bei Kick ist, Moment. Ich such's mal eben raus. Selbst bei Kick sind nicht so krasse Namen dabei. Also die Teilnehmer für dieses PGS MSI CSGO Turnier ist FM Saphir, Kick Esports Club, Steelshock Gaming, Grow Up Gaming, Reason und TNT. Boah, wie gesagt, außer Kick sagt mir da kein Team was. Ich schau mal eben die Namen durch. Nope. Das sagt mir wirklich niemand was und bei Kick. Gut, bei Kick haben wir halt Fox, Mut haben wir, oder Mut, Neff oder New, kennt man Leute, Füchs ist mir auch ein Begriff. Insider, da klingelt jetzt nichts direkt. Und bei Reason gibt es auch keinen Spieler, den ich kenne. Vielleicht waren es ja gute Source-Spieler, das weiß ich nicht. Also man kann sich nicht mal reingucken, aber ja, keine Ahnung, das 1-6-Event ist dann schon wesentlich besser.